Hallo und schönen guten Abend nochmal. Hier ist der Roland von Körlack Erleben noch einmal. Wie es natürlich so ist, nochmal ein kleines kurzes Update zu den Einreisebestimmungen in Thailand. Am 9. oder am 10. hat die thatnews.org bekannt gegeben, dass alle Einreisenden nach Thailand keinen Impfausweis benötigen. Also, wie gesagt, das ist jetzt wohl der neue aktuelle Stand. Wir haben am 9., als wir nach Thailand geflogen sind, nach Richtung Phuket, haben wir tatsächlich unsere Impfausweise davor zeigen müssen. Die Flug-Airline ist informiert worden, die wussten, dass wir kommen und wir mussten tatsächlich unsere Impfausweise zeigen. Und jetzt ist die Einreise ohne Impfnachweis möglich. Ja, deshalb braucht man sich auch nicht wundern, damit das in Phuket keine Stichproben gemacht worden sind und so weiter und so fort. Ja, also ich finde es gut. Dann ist eigentlich alles wieder vom Tisch. Viel Wind um nichts gewesen. Und ja, da freuen wir uns doch alle. Dann bleibt mal gesund, wenn ich irgendwas Neues höre. Wegen Einreisebestimmungen überlege ich mir, ob ich das nochmal poste oder nicht. Weil sich das ja wirklich stündlich bzw. täglich ändert. Also bleibt gesund. Bis später. Schönen Abend euch allen. Bis dann. Ciao, ciao.